Hallihallo und schön, dass ihr wieder reinschaut zu einer neuen Folge Orcs Must Die 2. Wir haben jetzt gerade das 12. Level abgeschlossen. Mehr schlecht als recht. Aber ja, wir wissen auch nicht, was man da viel besser machen soll. Und jetzt kommt das 13. Level. Es heißt Spiegelbild. Mal schauen, ob das wieder ein bisschen einfacher ist oder ob wir da auch wieder so verkacken. Ich glaube kaum, dass es einfacher wird, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. So, die Kavalerie. Ach, guck mal, das ist auch wieder hier weiter Weg. Ja. Die laufen hier die Treppen hoch, dann später links und rechts. Und hier kommen sie daher. Ich ihn dann kaum unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch. Mach mal hier kurz hin an die Wand. Ja. Hier so? Ja. Saurer Regen ist nichts dagegen. Ich glaube. Auf die andere Seite auch. Ja. Hatte ich mir überlegt, dass wir vielleicht mehr mit Barrikaden arbeiten müssen. Achso, ja. Ich glaube, das hätte uns zum Beispiel im letzten Level ein bisschen geholfen. Aber dafür muss ich erstmal skillen. Ja, mach das. Ich wollte es nur so sagen. Wie habe ich denn noch? Kann noch zwei Feuerfallen setzen. So, dann bleib ich hier drüben und du dort. Ja, ich sitze hier auch. Das noch wird so mir mehr wehtun als dir. Ich schleudere Dinger rein. Ja. Andersrum. Mist, reicht nur für eins. Hast du jetzt bei dir auch eins? Nee, bei mir habe ich zwei. Achso, okay. Na dann. Hier oben die Treppe rauf kannst du dann bestimmt Bogenschützen hinsetzen. Obwohl, hier ist das scheiß Portal. Aber ich kann hier vielleicht dann eine Barrikade dann. Hier kann ich eine Barrikade dann davor. Ach, wir kommen hier unten auch dann noch lang. Ja. Nachher. Naja, gut. Erstmal schauen, ne? Genau. Machen wir erstmal hier. Erstmal die zwei Seiten machen. Und dann können wir auch schön in Ruhe weiter schauen. Geh. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid! Ich liebe diese Schleuderdinger. Wenn man sie alle auf einmal tötet. Sie sind schon nah dran. Boah, scheiße. Das war knapp. Ja, ich setze jetzt hier oben mal Bogenschützen hin. Ich glaube, das kann ich schaffen. Kommt schon. Ja, ich wollte bei dir noch welche hätte. Scheiße. Nee. Bei dir sind sie schon weiter als bei mir. Ich renn ja schon. Hättest du lieber bei dir noch hinsetzen sollen, glaube ich. Hab ich doch. Hab ich zuerst gemacht. Eins, zwei, fünf. Mist, schon wieder verzählt. Eins, zwei, fünf. Mist, schon wieder verzählt. Wie gefällt euch das? Oh, jetzt kommt schon mal mit, ey. Fuck. Ruhe? Ja. Fuck. Wo laufen wir los? Das wird nicht unbedingt angenehm. Die laufen unten lang. BTS, wo laufen wir denn hier lang? Keine Ahnung. Unten einmal quer durch wahrscheinlich und dann. Ja, und dann? Die kommen überall her. Oh fuck! Oh fuck! Oh. Ja, also. Nee. Ja, ich glaube, das war's. Nee, okay, ich glaube, das ist nicht besser, das Level. Wo kamen die denn gerade bitte alle her? Die sind einmal quer durchgelaufen, dann alle Treppen. Hier auf der Seitentreppe hoch, ja. Die sind einmal quer durchgelaufen und dann die Treppe hoch. Mistviecher. Das heißt, man muss da unten auch noch einiges setzen. Ich glaube, man muss eher hier die Treppen zu. Ich weiß nicht, ob man hier die Treppen zumachen kann. Oder ob die da das vorbeilaufen. Wird wehtun. Aber nee, hier kommen die nicht durch. Ich weiß nicht, ob die dann nur auf einer Seite hochlaufen, nur noch.
toll. Macht das Sinn, wenn ich hier Bogenschützen platziere? So ein Müll, ey. Oh, glänzend. So ein paar Scheiß-Level sind es jetzt. Hast du irgendwie so eine Sprungfalle oder sowas? Was für eine Sprungfalle? Gibt's nicht sowas, was dir dann irgendwie woanders hin katapultiert? Ja, schon, aber nur einen Weg zurück oder so, keine Ahnung. Weil unten ist ja irgendwie Lava. Vielleicht kann man das so machen, dass das die kleinen Mistviecher in die Lava schleudern oder irgendwas. Ja, aber die müssen ja auch zurückgesetzt werden, das dauert bestimmt genauso. Ja, ich dachte nur so, vielleicht, ja. Aber wir können ja erstmal schauen, ob wir hier noch irgendwie weiterkommen, ansonsten müssen wir eh nochmal von vorne anfangen. Ja. Das sowieso. Das ist ja echt beschissen, ey. Das ist echt scheiße. Vor allem so kleine auch noch, ne? Ja, ach, meinst du die andere Seite? Moment. Nein, du auf der anderen Seite. Das ist doch scheißegal. Entschuldigung. Ah, ich wollte bei dir noch was hinsetzen. Entschuldigung. Was ist denn du? So eilig. Ja, ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Dann tausche ich noch dreimal die Seite. Für die. Ja, ja. Sie sind unten. Ja, Trefferserie. Wir müssen jetzt auch auf die kleinen Mistviecher achten. Die rennen nämlich schon wieder hier rum. Ah, die Feinde, die wir hingesetzt haben, sind gut. Was sind Feuerfallen? Ja, oh, Scheiße. Sie sind schon nah dran. Einer ist wieder durch und der auch. Wie geht der denn da rein? Der war doch verzaubert. Und noch einer. Kleiner. Ja. Ich glaube, die Kleinen sind hier echt am gefährlichsten. Ja, du musst mehr Bogenschützen unten hinsetzen. Die haben fast alle weggemacht. Bis auf ein paar Vereinzelte. Echt? Vielleicht keine Bogenschützen hier oben, sondern mehr Bogenschützen unten. Ja. An die Arbeit! Ich mag meinen Ork Medium durch. Noch schön saftig rosa in der Mitte. Ich kann sie aber nur auf diesen komischen Ebenen hier platzieren. Schick! Noch eine Kombo! Eins, zwei, fünf. Mist, schon wieder verzählt. Zeit zum Planen! Wenn Planen. Ja, ohne die Kleine ist es halt easy, ne? Mehr oder weniger. Oh, fuck! Einfach Orks dazugeben und pürieren! Diese Scheißviecher! Serie. Da ist schon wieder eins irgendwie durchgekommen. Ja, das wird hier oben auch noch gefällt. Das hier ist für dich, alter Mann. Ja, ja, die Bogenschützen unten regeln das ganz gut. Wie viel hast du jetzt stehen? Zwei fast auf jeder Seite. Hier stelle ich noch einen hin. Die machen da ganz gut was weg. Das wird wehtun. Da noch. Bei mich halt alles mit Bogenschützen voll. Das müsste wahrscheinlich. Du musst wahrscheinlich die Bogenschützen hier oben, darfst du nicht stellen. Wir bleiben standhaft. Musst die unten stellen für die kleinen alle, die du jetzt auch oben hingestellt hast. Was heißt oben? Was heißt. Achso. Damit, wenn man das perfekt machen will, darfst du wahrscheinlich nur Bogenschützen stehen haben, die kleinen wegmachen. Und dann. Meinst du unten, ganz unten, unten, oder was? Naja, die kleinen wegmachen halt, die jetzt auch stehen hast. Die hier auf diesen Vorsprüngen. Ja, kann oder sein. Was meinst du? Ja, ja. Weil woanders habe ich die nicht stehen. Kann sein, ich weiß nicht, wo du die stehen hast. Na egal, jetzt funktioniert es ja so weh, halbwegs. Ah, oh, nicht wirklich, da ist wieder einer durchgekommen. Einer? Echt? Ja. Wir waren eben noch bei 11. Naja, aber fast. Wenn du halt die zwei oder drei Bogenschützen, die hier oben noch stehen hast, jeweils noch unten stehen hättest, von Anfang an, dann wäre es nicht passiert wahrscheinlich. Ach, jetzt liegt es nicht.
Nein, ich meine nur das. Ach, das ist nur so allgemein. Schon gut. Schön, das. Los. Ja, nein, ich baue gerade die dummen anderen, die Bogenschützen ab, die du weghaben jetzt willst. Nicht mehr. Oh, was hat denn jetzt für ein Problem? Weil jetzt hat's doch gereicht, wenn nur einer durchgekommen ist. Und wenn du unten noch zwei hingesetzt hast, sollte es ja reichen. Von Anfang an meinte ich jetzt. Oh, das gefällt, Papa. Irgendwie mache ich halt viel weniger Headshots. Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötet. Ogre? So. Ist dir alles gut? Ja, ich hab noch den Ogre übrig. Das wird Spuren hinterlassen. Gucken, ob ein kleines draufgehen mit Bogenschütz. Die sind gerade auf den Feuerauge, oder was das ist. Die sind schon nah dran. Jetzt kommt auf der Seite welche hoch. Oh. Eins ist hochgekommen auf der Seite. Ein einziges. Naja, das geht ja dann noch. Ja. Ist vielleicht hier in der Mitte noch ein. Keiner kommt vorbei! Also. Bitte? Das wird ihnen gefallen. Ja, an den Aufgängen ganz oben, das wird halt doch mal einer durchkommen. Mal Seiten getauscht, wenn man hier schon eher da ist. Kombo! Ein Paladin ist der ungekrönte König des Orkschnitzels. Ich werde in eurem Blut baden. Ja, das ging dann. Oh. Na gut, muss man vielleicht von Anfang an setzen. Sollen wir es dann nochmal probieren und mit der Strategie? Ja. Weil ein Schädel ist jetzt nicht so die Welt. Nee, wir können es nochmal probieren. Wir haben gerade irgendwie eine Deckenfalle oder so freigeschaltet. Ja. So, jetzt kommen die erstmal zu den Seiten, ne? Du irrst dich. Da würde ich das jetzt vielleicht wieder so machen wie vorhin. Wieder mit dem Gift. Ich habe dich so hervorragend ausgebildet, dass du größenwahnsinnig wurdest. Aus Angst der Würde wie du, habe ich ihn dann kaum unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch getan. Hier habe ich jetzt noch 1700. Naja, platziere erstmal, was geht. Und man kann ja dann immer noch abräumen wieder. Ja. Oh, das wird lustig. So. Okay. Moment. Ich hab nichts mehr. Legen wir los. Wieso musst du dich übergeben? Was muss das? Dein hat gesagt, oh, ich glaube, ich muss mich übergeben. Das ist mal eine Menge toter Orks. Keine Ahnung. Bei mir hat er gar nichts gesagt. Die sind schon nah dran. Was? Wo sind die denn nah dran? Auch bei dir? Komm mal. So macht man das. Sind zwei durchgelaufen. So, kommen die jetzt unten? Ne, jetzt noch nicht. Jetzt haben wir sechs Orks auf einmal. Nee, jetzt kommen sie erstmal noch zu den Seiten. Zeit, was totzuschlagen. Dann kommt er, glaube ich, erst von unten. Okay.
Kämpferserie! Endlich Pause! So, jetzt. Jetzt kommen sie von unten, die Kleinen, ja. Bin ich mal. Legen wir los! Das wird's gut! Cool, keine Zeit hat. Jetzt müssen wir auf jeden Fall höllisch aufpassen. Sie sind unten. Ja. Hier wird's. Ich schau hier und im Dorf oder so. Ui. Und da kommst du schon hoch. Ein neuer Rekord oh. Seit. Bei mir noch nicht. Doch, bei dir jetzt auch. Oh ja, da. Die sind schon nah dran. Oh, Scheiße. Oh nein. Wir haben gerade alles auf einmal. Ich muss mich irgendwie großen und besonderen kümmern. Was? Bei mir sind irgendwie drei kleine durchgekommen, die habe ich nicht alle auf einmal erwischt. Ja, und dann kamen da nämlich noch die großen. Ja, ich habe einen noch erwischt. Wir brauchen auf alle Fälle jetzt in der Runde brauchst du schon mehr Bogenschützen. Wie konntest du denn setzen? Ich konnte nur zwei setzen. Ja, musst du in der Runde vorher, darfst du nichts bauen. Du musst ja, muss ich was abbauen in der Runde vorher und vier gucken. Bogenschützen hast du jetzt oder hast du schon was gebaut? Ich diene dem Orden. Ich habe einen jetzt gebaut. Nein, wie viel hast du Bogenschützen jetzt in der Runde, wo die Kleinen durchgekommen sind? Vier. An jeder Seite zwei. Gut, dann müssen da mindestens sechs sein, damit wir das halbwegs hinkriegen können in der Runde. Ich starte nochmal neu. Na gut. Ich habe euch nie verstanden, Meister. Und wenn wir es wieder nicht schaffen, dann... besser als der Rest des Ordens. Du irrst. Machen wir es halt so, wie weit wir es kommen. Ich habe bei beiden Lehrlingen versagt. Dich habe ich so hervorragend ausgebildet, dass du größenwahnsinnig wurdest. Aus Angst der Würde wie du, habe ich ihn dann kaum unterrichtet. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch getan. Glücklicherweise hat das meiner Großartigkeit keinen Abbruch getan. So. Was? Ich liebe meine Spielzeuge. Wie was? Nix. Schade, dass man sich nicht Geld geben kann. Ja. Bau vielleicht jetzt schon mal die ersten zwei Bogenschützen hin oder so, oder einen oder irgendwas, bis du kannst. Aber ich brauche diese Deckenfallen hier, sonst kommen die ganzen Großen auch noch durch. Damit hatte ich nämlich gerade auch Probleme, dass die Kleinen und die Großen kamen. Naja, weil die Großen kriegen, wenn die Kleinen alle getötet werden, kannst du dich ja in aller Ruhe um die Großen zu kümmern. Ich würde das lieber andersrum machen, aber gut. Für die. Die egal. Großen kriegst du ja eh nicht alle tot mit den Fallen. Da musst du eh schießen. Ja! Trefferserie! Lass uns das nochmal machen! So, jetzt platziere ich schon mal. Das wird klasse! Wieder wie ich kann. An die Arbeit! Oh, man hat aber auch keine Zeit, ey. Ja, das ist echt schlimm. Ich habe Seiten gewechselt, da hast du noch ein bisschen mehr Zeit. Nee. Jetzt musst du ja, mehr kann ich nicht wechseln, ich kann nur drei. So, jetzt musst du unten setzen. Kannst du noch drei oder reicht das nicht mehr? Ich setz gerade so schnell, ich kann noch einmal. Erledigt. Da kommen sie! Ich kann nur drei setzen, mehr kann ich nicht. Naja, hast du jetzt insgesamt sechs noch? Ich glaube schon. Eins, zwei, fünf, drei, oder so, nee. Manchmal der Eindruck hält mich selbst. Aber die sind recht gut kaputt gegangen, siehst du? Da ist nur eins durchgekommen. Müssen wir gucken, wo das draufkommt. Hab's. Okay, gut. Ah ne, eins ist noch irgendwo. Ja, das mache ich. Die sind schon nah dran! Ne, ist tot. Hat der Bock für weg. Also jetzt habe ich wieder ein bisschen Probleme mit den Großen. Das war lustig! Ist doch gut, da bin ich dann jetzt schon hier. So. So, dann setze ich jetzt hier noch.
In Ruhe. Hier. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Bitte. Wie viel hast du jetzt Bogenschützen insgesamt? 2, 3, 6 auf der Seite. Ich denke mal 5 auf jeder Seite reichen, 1, 2, 3, 4, 5 auf dieser Seite. Nicht unbedingt. Na gut, dann lass aber jetzt so. Jetzt müssen wir uns wirklich hier oben kümmern. Ja. Und halt auch auf die Karte ein bisschen achten. Ja. Falls sowas durchkommen sollte. Setz vielleicht einen von den 6, die du unten hast, jeweils hier noch hin. Hier oben. Und hier auf die andere Seite, direkt neben die Kristalle. Auf der einen Seite habe ich ja nur 5. Ja, na, ein weg, dort wo du 6 hast. Ja, genau. 1, 2, 3, 4. Naja, sind das hier 5 auf der Seite. Und dann hier einen hin? Dafür hast du ja noch einen hier. So? Ja, ja. Der schießt den vielleicht noch weg und auf die andere Seite hier noch einen. Ich hab kein Geld mehr, dann muss ich hier einen noch wegnehmen. Nee, dann aber nicht. Dann erst nächste Runde. Dann müssen wir das jetzt so schaffen. Na gut. Ich geh hier hin, hier kommen sie glaube ich eher. Oder? Ich weiß nicht. Egal. Jetzt ist ja egal. Nehmen wir dann. Legen wir los! Na dann. Ja. Ja, die Kleinen. Kannst du unten noch schießen oder so. Kurz bevor die bei dir kommen. Naja, jetzt kommen sie schon bei mir. Ja. Aber da sind wieder welche durchgekommen. Siehst du das? Ja, aber die werden ja von der anderen Seite noch geschossen. Ja, trotzdem. Das sind so viele, die erwischen die glaube ich nicht alle. Obwohl, da ist einer weg. Jetzt sind da einige. Ein Bogenschütze ist gefallen! Die haben die nicht alle, aber sind schon nah dran! Weil dann Troll kam. Nein! Oh, fuck! Ganz genau! Ach, fast, ey. Die sind so schnell, die Kleinen. Weil der scheiß Bogenschütze lieber auf den Grünen geschossen hat, als auf den Kleinen. Entschuldigung, da kann ich doch nicht hören. Nein, hab ich ja nicht gesagt. Schickt mir mehr! Das war auch nur, weil unten ein Troll kam. Der eine Troll hat das alles verkackt. Vielleicht muss ich dann doch eine Schleuderfalle unten hinsetzen, damit der eine einzige Troll da weggekickt wird oder so. Das war spitze! Ach, jetzt kommt so viel. Ist Hilfe? Okay. Und es hat Bumm gemacht! Scheiß Troll, ey. Los geht's! Hier, Ork! Mann, das ist eine Menge tot! Das nenne ich Stiefel! Das sind schon wieder so scheiß viele. Seid lieb, Mann. Schick! Da war wieder ein Troll. So eine große Falle muss man wahrscheinlich unten hinsetzen, irgendeine den Troll wegboxt oder so. Naja, ich weiß nur welche. Ich glaube, die lassen sich nicht. Weil sonst lassen die Bogen schießen, die Bogenschützen konzentrieren sich wahrscheinlich sonst alle auf den Troll, ne? Ja. Deswegen. Ich weiß nicht, ob so ein Schubsding den Troll wegschubst. Jetzt hier unten haben wir vielleicht ein bisschen, wo die Kleinen durchrennen. Die schon ein bisschen Schaden kriegen. Stacheln, verletzliche Zechen. Ja. Kann ich die hier mal ordentlich setzen? So. So. Okay. Bereit. Jetzt bist du auf der Seite. Entschuldigung, ich gehe. Wir sind die ganze Zeit. Ach so, ja, oh, toll. Weil wenn ich hier eher fertig bin, kann ich den ganzen Kleinen noch entgegentreten, beziehungsweise den Troll. Dann los.
Ich setze noch irgendwo einen Bogenschützen hin. Ja. Vielleicht da noch einen. Kannst du die noch irgendwie aufwerten, die Bogenschützen, oder sind die maximal schon? Die sind schon maximal. Okay. Oh, hier kann ich auch noch einen hinsetzen. Da stehen da vier, aber gut. Oder soll ich den einen lieber da wegnehmen, den noch hier oben hinstellen? Egal. Jetzt gibt's was Feines! Noch kann ich so recht gut zurückdrängen hier bei mir. Oh, hallo Oger. Willkommen im Treffer-Serienhaus. Einwohner, identifizieren. Oh! Shit! Noch eine Kombo. Ja. So, das war alles weg. Ja. Das wird Spuren hinterlassen. Legen wir los! Wir sind die Schilde des Ordens. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Was sind so viele? Das ist mal eine Menge toter Orks. Oh, pass auf. Nein. Wo kommen die? Ne, ist nur einer gewesen. Da sind noch ein paar übrig. Ja, aber die werden alle gekillt, denke ich. Ja. Noch den Bogenschützen. Ja! Ja. Alles gut. Ein Ork für alle Fälle. Fallen. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ah, das ist wieder so ein scheiß Troll. Ja. Übernimm den, wenn du ziehst. Ich hab da bei mir sehr viel zu tun. So viel sind das eigentlich nicht. Wo ist denn der scheiß Troll? Die sind schon nah dran! Ah, das haben wir geschafft. Fuck, hätte ich neben den einen nicht daneben hergeschossen, hätten wir es geschafft. Naja. Vor allen Dingen, weil wir einen nicht geschafft haben, haben wir gleich zwei Schädel nicht. Das ist lieb, warum nicht? Voll unfair. Na egal. In der nächsten Folge geht's dann trotzdem mit dem nächsten Level weiter. Das wäre dann das Level 14. Und mal schauen, ob wir das auch wieder so verkacken oder ob wir dann endlich mal wieder was hinkriegen. Ist das mir gerade eingefallen? Wir hätten voll gut Barrikaden vor die Eingänge rechts und links stellen können, die kleinen Treppen, wo die hochgerannt sind. Und dann? Ach, dann wären die nicht so schnell da hochgerammt. Hätten sie die Barrikaden kaputt gemacht. Ja, aber nicht so schnell. Weiß nicht, wie viel die aushalten. Kann man probieren. Naja, egal. Nächstes Mal geht's mit dem nächsten Level erstmal weiter. Ja. Dann, schön, dass ihr reingeschaut habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder reinschaut. Tschüss.